Weiß ich noch nicht. Also erstmal hebe ich die Beschränkung auf. Das kostet so ein bisschen Ressourcen aus. Ne? Irgendwann werde ich damit rumspielen wollen. Mal so. Nimm die mal alle mit. Das wird dann folgendermaßen aussehen. Ich kann das mal hier hinbauen, wo es auch einigermaßen zwischendurch genutzt wird. Und dann suchen wir uns die Felder raus, wo viele Leichen liegen. So, also die Höhe. Und machen das jetzt komplett einmal nach unten. Also gegen den Uhrzeigersinn einmal um die komplette Basis rum. Und dann ganz unten ein Fließband, das dann nach rechts in die Basis reinläuft. Hier ist allerdings doof. Weil ich ja eventuell vorhabe, die ganze Basis komplett hier nach Westen rüber zu gehen. Dass denn diese gesamte Halbinsel zu uns gehört. Allerdings muss davor vorher die Basis da weg. Das heißt, hier das jetzt vorzubereiten wäre albern. Aber im Norden zum Beispiel, da kann ich das machen. Norden und Nordosten. So, nimm das mal alles mit. Gut. Ja, und hier kommen die teilweise direkt bis an die Mauer ran. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob das so Sinn macht. Weil wir haben jetzt hier Türme demnächst mit recht hoher Reichweite. Dass wir die Mauern oder neue Mauern so setzen, dass sie die Beißer eher aufhalten. Nein, dann versuchen die Beißer auf die vorgeschobenen Mauern zu schießen, was auch nicht gut ist. Naja, lassen wir genauso. Ist okay. Mach hier. Wee, wee, wee. Ja, wobei, wenn wir da jetzt so viele Topaz-Türme haben, dann kommen die Gegner gar nicht mehr ran. Dann werden sie schon auf zwei Bildschirme Entfernung weggeschossen. Das sind alles so ein paar Problemchen. Müssen wir dann gucken, wenn es soweit ist. Und das werde ich auch hier eher mit Robotern machen. Später ist dann doch ein wenig einfacher. Reiß, bau mal einen neuen davon. So, mach mal davon Blueprint. Jo. Und setz das hier so hin. Lalala. Und jetzt müssen wir erstmal ein bisschen warten, dass sich die Kisten mit den Fließbändern auch erholen können. Das wird sehr komisch aussehen später. Definitiv. Gut. Was haben wir noch? Speedmodule sind jetzt in der Forschung, das ist gut. Ich würde ganz gerne bei dem Recycler-Ding noch eine Eingangskiste hinsetzen. Da. Und da jetzt die ganzen Steinmauern und Sattel reinschmeißen, damit die nach und nach umgewandelt werden. Und hier haben wir ein paar Türme. Die packe ich jetzt mal nach Westen. Damit hier auch schon ein bisschen geholfen werden kann. So, wie war das ungefähr? Oben war ein Anfang. Bup, bup. Ein frei. Bup. Woran mangelt's? Nirgendwo dran. Ja, wahrscheinlich Stahlzahnräder, aber das ist okay. Ja, also das ging jetzt wesentlich schneller, als ich dachte. Ich hätte irgendwie mehr damit gerechnet, dass uns Ressourcen fehlen, um die Türme herzustellen. Aber nö, kein Problem. Das heißt, ich werde jetzt diese Modullabore aufbauen. Ich werde meine Ecke suchen. Das hier ist echt eklig. Also was ich machen sollte, wäre die Forschungslabore. Hier so lassen, wie sie sind. Die sind okay. Aber hier statt den Schmelzöfen nochmal einen Satz Forschungslabore zu machen. Aber Forschungslabore für Hälfte Modullabore, würde ich sagen. Und andere Hälfte Replikator-Module. Dann die Schmelzöfen darunter setzen. Aber doppelt so viele. Locker doppelt so viele. Weil wir brauchen viel mehr für Stahl, wir brauchen viel mehr für Tin und Gold und für die ganzen anderen Edelmetalle und Sondermetalle. Und dann da drunter die vier Sachen wieder aufbauen. Das kann ich theoretisch alles kopieren, oder? Ja. Problem ist dann nur hier Holz. Ich weiß nicht inwiefern. Oh. Ich weiß nicht, inwiefern die klein bisschen Holzproduktion hier reicht. Sie scheint ziemlich zu reichen. stopp. Stopp, 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 stopp. Ja, okay. Ich denke, wir sollten erstmal das Zentrallager bauen.
Der Ingwer ist anfangen, bau das Zentrallager. Und zwar hier. Ich bräuchte mal ein Blueprint. Setz dich mal dahin und mach danach die ganzen Sachen wieder raus. Abermals. Weg und weg. Und die Ärmchen haben wir immer noch nicht automatisiert, aber gut. Raus mit dem ganzen Holz. So, und davon hätte ich jetzt gerne endlich ein ordentliches Blueprint. So. Bam. Und dann zack, 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 zack. Einmal hier rüber. Ups. Bum, 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 bum. So, das heißt, der Platz hier drunter ist jetzt frei für das eigentliche Zentrallager. Das hier bleibt ja wohl in der Form erstmal bestehen, solange wir uns dann etwas haben einfallen lassen. Eigentlich müsste das weiter nach da wandern, weil die Felder hier wesentlich ergiebiger sind, aber gut. So, bessere Kisten. Gehen wir mal bis hier. Und das machen wir über 4-5 Reihen. Was wir jetzt machen müssen, ist die Kisten da komplett entleeren. Weil das totales Kuddelmuddel ist. Hier mal eine Leiche, da mal eine Leiche, sonst was. Das heißt, ich nehme jetzt die hier und sorge dafür, dass die Roboter für die nächsten 10 Folgen ausgelastet sind. Indem ich nach und nach alles hier ersetze. Problem ist, dass sie es allerdings nach unten ersetzen. In andere Kisten von hier. Also ich müsste eigentlich alles auf einmal ersetzen. Das sieht gruselig aus. Ups. Ich brauche eine lila Kiste. Fordern nochmal an. Lila Kiste. Aber da sind wir halt eben beschäftigt. Ah, da kommst du. Ich glaube, ich habe jetzt alle. Ja, jetzt fliegen sie nur von rechts nach links und nicht mehr hier intern hin und her. Das ist sehr schön. Und die ersten Kisten sind schon leer. Die pick ich mir jetzt da übersichtshalber ein bisschen raus. Achso, wo ich gerade beim Ausmachen bin. Das da, komische Fische, die ganzen Leichen. Viel besser. Und dann haben wir hier Platz, um wieder noch mehr Fabriken hinzuhauen. Für was auch immer. Damit sind jetzt alle Roboter ausgelassen, richtig? Richtig, 192 Stück. Seid ihr die guten? Ja, MK3. Könnt ihr das nutzen, um jetzt die langsamen Roboter wegzufangen, richtig? Allerdings habe ich ehrlich gesagt gerade ein bisschen Probleme hier. Irgendwas Langsames. Oh doch, geht. Jetzt haben wir gerade alle Roboter ein. Seid ihr schnell oder seid ihr langsam? 4. Ich habe 4 nicht schnelle Roboter eingefangen. Scheint kann man viel davon zu geben, ha? Huh? Das ist ein gutes Zeichen. 3, 4. Ja, okay, und da. Gut, raus damit. So, und jetzt kommt hier daneben jetzt die lila Kiste, damit ich nie wieder was von Hand da hinten einsortiere. Und da kommt rein. Ich soll mal wieder alles reinschmeißen, oder? Ja, komm, schmeiß. Oh. Achso, ja, die Kiste und so. Die alten gelben Kisten können wir nutzen, um daraus bessere gelben Kisten zu machen. Boah, 5 grüne Chips. Schweineteuer. Ja, damit. So. Da. Und das sollte jetzt von den Robotern eigentlich perfekt sortiert sein. Sehe ich aber so nicht, weil guck mal, hier sind lila Tränke drin und da sind lila Tränke drin. Warum? Sehr komisch. Gut, Speedmodule haben wir erforscht. Besser Fusionsreaktor? Nein.
Das muss ich erst alles automatisieren, bevor ich da weitermache. Da habe ich keinen Nerv drauf. Anderer Mining Drill? Achso, das ist der Ditech Mining Drill. Bisher haben wir, glaube ich, die Pop Mining Drills erforscht. Mach mal hier. Mehr Roboterkapazität. Die haben gerade irgendwie viel zu tun. Können wir denen was Gutes tun? Oh, Angriff, 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 Angriff. Habe ich nicht gesehen. Ja, es war auf jeden Fall genau da, wo die Topaz-Türme sind. Und sie sind trotzdem relativ nah rangekommen. Das hätte ich jetzt in der Form so nicht erwartet. Aber okay. Bau bitte. Ah. Piu, piu, piu. Auch wieder zu schnell vorbei. Und sie sind trotzdem wieder nach rangekommen. Ja. Ja gut, ist doch nur ein Bronze. Warum Bronze? Wir sollten eigentlich nur die Silberne nennen. Bronze Tupas Laserturm. Nee. Hier, Silber. Was ist denn da passiert? Ich war mir relativ sicher, ich hatte die Silberdinger gebaut. Sehr komisch. Ja, hier. Die bitte alle bauen. Kurios, kurios. So, der erste ist gerade fertig gewesen. Wo bist du jetzt? Da, Silver Topaz Laser Turret. Da. Genau, Range 75, viel besser. Und Schaden 37 plus 22. Also 60. Jo, im Gegensatz zu 8. Dezenter Unterschied, würde ich sagen, ja. Ich glaube, ich provoziere mal einen kleinen Angriff da oben. Einfach nur um zu gucken, wie stark und ab wann der eine Turm da hinten schießt. Das heißt, ich sollte die Verlangsamungsdinger vorbereiten. Komme ich bis da hinten hin? Blub. So, jetzt müsste der eigentlich schon fast anfangen zu schießen. So jetzt. Ja. Oh. Okay, das war auch ein Berserker, glaube ich. Trotzdem ist es bei weitem nicht so stark, wie ich es in Erinnerung hatte. Ja. Das ist also noch eine Weile hin, bis wir wirklich so stark in der Verteidigung sind, wie ich das so in meinem Kopf habe. Ist aber ein Anfang. Wie viel hältst du aus? 1000. Hast also nur ungefähr ein Drittel der Lebenspunkte von so einem Turm und die wurden teilweise schon vernichtet. Muss ich auch mit vorsichtig umgehen. Aber ich hoffe mal, dadurch, dass sie jetzt weiter hinten sind, passt das irgendwie. Noch weiter nach hinten geht nicht so wirklich gut wegen den Solarpanels, die überall drumherum stehen. Eventuell denn hier in diese Spalte dazwischen. Dann passt aber immer nur einer hin. So da irgendwie. Müssen wir gucken, müssen wir gucken. Bau bitte. Artefakte. Und bau danach bitte ein paar Tränke, damit die Roboter Cargo's heißt auch gleich gebaut werden kann. So. Jetzt aber zurück zum Eigentlichen. Wir wollten das Logistikzentrum weiter ausbauen. Wir wollten die Forschungslabore aufbauen, die neuen. Und automatisieren. Also die ganzen Zwischenschritte für die Module automatisieren. Ich brauche allerdings vorher einen Blueprint von der gesamten Anlage. Mit dem Zeug da auch. So, das kann weg, ja. Das muss nicht in das Blueprint unbedingt mit rein. Ja, so. Achso, und die Holzfarm hier kann jetzt komplett weg, weil wir haben gerade gesehen, dass wir sehr schnell sehr viel Holz herstellen können. Das heißt, das hier kann alles weg.